Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Bildet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt im LS22 auf der Helmkrieg. Ja, meine Lieben, ihr seht vielleicht, das Konto ist ein bisschen geschrumpft und ich bin hier gerade am Eintrudeln bei dem Händler, bei dem Herrn Rainer Rainer Wein, genau. Rainer Wein und Johann Laber, glaube ich, ist sein Angestellter oder Mitarbeiter. Ich habe nämlich noch ein paar Deals gemacht hier zwischendurch, wenn die anderen noch weiter... sozusagen, also wir haben die Regel, dass erst wenn alle Stopp geschrieben haben, quasi auch alle mit der Arbeit aufhören. Und ich habe während den 3-4 Minuten, bis ich auf die anderen gewartet habe, quasi hier noch einen kleinen Deal gemacht. Und will jetzt die Maschinen abholen. So, Hallöchen. Hallo, Willi. Hat denn alles so geklappt? Die bestellten Fahrzeuge, Bredal und der Brandner stehen noch hinten. Dein nehmen wir wie besprochen in Zahlung. Ist ja klar, du kannst gleich stehen lassen. Machen wir, wickeln wir gleich ab. Ja. Thema Ballenwagen, wir haben ja die Papiere bekommen. Ja. Mit den Arbeitsstunden, ich habe mir damals ein Angebot gemacht, glaube ich, für 22. Ich könnte mir jetzt für 30 abnehmen. Was? So wenig nur? Warte mal, nee, Moment, lass mal kurz gucken. Das war, wir haben jetzt so viele Aufträge diesbezüglich. Das ey, pass auf, ich muss los. Nein, 60 kriegst du. Du kriegst nur 30.000 unter Neupreis. Also für 60 könnten wir den ankaufen und dir quasi ein Angebot machen für den Anderson, der wird dann 50 kosten, dann wird es halt noch 9,5 wieder kriegen. Pass auf, das überlege ich mir mal. Du kannst den auf jeden Fall veräußern. Den Ladewagen meinst du jetzt? Ja, den Ladewagen, der kann auf jeden Fall weg, den brauche ich nicht. Und pass auf, ich muss leider los, ruf mich doch nochmal zurück. Oder hast du für den Dings schon einen Preis? Für den 10,5 nicht, nein, da soll man nicht zurückkommen. Okay. Du müsstest nur gucken, weil durch die ganze Bucherei. Du kriegst wahrscheinlich mehr überwiesen als der, also du kriegst wahrscheinlich über 80 überwiesen von dem Ladewagen. Du müsstest nur eine Differenz zu den 60 einfach zurücküberweisen, bitte. Dann verkauf den bitte und sag mir, was du bekommst. Ja, oder gibst mir die Zugangsdaten für einmalig, dann berechnen, dann würde ich das einfach zurücküberweisen. Kannst du machen, kein Problem. Okay, dann machen wir das so. Okay, alles klar, dann ich lasse euch den Brandner da. Genau, oder der hinten hat da die falsche Farbe, Mensch. Wollt ihr mir orange kriegen? Ja. Pass auf, ist egal, ich nehme den erstmal mit. Ich muss den sowieso den Aufbau wieder drauf machen, wenn ich mit der Baumwolle fertig bin. Genau, und dann lackieren wir ihn kostenlos rum, ist ja klar. Super, dann lasse ich dir den hier da und danke vielmals, ne? Ja, kein Problem. Ciao. Tschüss. Den Bredal kann ich auch schon mitnehmen? Ja, genau, ist alles schon bezahlt mit dir. Merci, ciao. Tschüss. Perfekto, meine Lieben. So, wir haben gute Geschäfte gemacht, beziehungsweise ich habe zwei neue Sachen gekauft. Einmal... diesen Bredal, da werden wir jetzt mal ganz schnell den hier losschicken und werden Kalk streuen. Wir müssen mal schauen. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob es sich lohnt, einen eigenen Kalkstreuer zu kaufen. Allerdings haben wir ein Problem und zwar, das ist Zeit. Wir werden mit dem großen, auf dem großen Feld das Lohnunternehmen beschäftigen. Warum? Weil die großen Maschinen haben, um das schnell zu bestellen und zu bearbeiten und zu tun und zu machen. Wir müssen natürlich schauen, wie das Kosten technisch alles ausgewirkt. Boah, völlig irre hier die Autos wieder. Wie das kostentechnisch alles ausgehen wird. Und da wird es sich aber einfach nicht lohnen, das selber zu machen. Das muss man einfach so sagen. Also es wird sich nicht lohnen, das glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Deswegen werden wir dafür das LU in Anspruch nehmen und müssen solche Sachen wie Kalken und so weiter, die Kleinfelder bestellen und das alles müssen wir eben selber machen. Das macht auch absolut Sinn am Ende des Tages. Boah, jetzt wird es aber langsam auch dünn in der Kasse. 77.000 habe ich jetzt dafür gekriegt. Also müsste ich 17.000 zurücküberweisen. Wenn ich nur 60 dafür kriege. Achso. Ja, okay, hat er schon gemacht. Super. Dann passt das ja tatsächlich. Aber wieso ist mir denn jetzt nochmal so viel Geld abgezogen worden? Hä, ich habe da jetzt nochmal gerade 20.000 verloren. Oder denke ich das nur, ich hatte da gerade nur 6.000 auf dem Konto. Okay, es hat uns 2.500 gekostet. Es wäre mal interessant, was das LU kosten würde, um das Feld zu kalken. Na gut, 2.500, das reicht, dann wird natürlich für mehr reichen wie das Feld, bin ich mir sicher. Wir müssen jetzt schnell zurückfahren, müssen ganz schnell da Kalk draufhauen, weil ich vorher die Sämaschine nicht, also mit der Sämaschine nicht losfahren kann. Das ist so ein bisschen mein Problem aktuell. Deswegen ganz, ganz schnell oder ganz flott jetzt den Kalk da drauf aufs Feld.
und die erste Bahn zumindest schon mal ziehen, können wir einen Helfer mit der Seemaschine starten und können dann direkt das Kalk zu Ende machen und danach die Baumwolle abfahren. Die ernten nämlich schon die Baumwolle unten auf 68. Das wird eine Hausnummer, das wird gut dauern. Bin ich mir sicher. Das wird gut dauern. Ich muss mal schauen, wie es bei Baumwolle ist. Wir wollen da als nächstes Zuckerrüben drauf bomben. Ich glaube tatsächlich, dass sich Zuckerrüben am meisten lohnen werden. Ihr könnt da gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr meint auf dieser großen Feldfläche, was wir da machen sollten. Aber ich bin der Meinung, Zuckerrüben würden da tatsächlich, glaube ich, Sinn machen. So. Okay, wir hätten natürlich, glaube ich, auf das Feld schon eher abbiegen können. Boah, Alter, jetzt geht's aber richtig. Verkaufte Fahrzeuge? Ach ja, das ist ja unser Anhänger, genau. Stimmt, den haben wir ja auch noch. Das passt ja perfekt, okay. Also haben wir 85.000 jetzt aktuell. 85.000, haben aber den 90er noch. Was eigentlich echt super ist. Den 1050er. Ich würde tatsächlich, also so wie es aktuell aussieht, geht hier Kalk drauf? Das muss mir mal ein Mensch erklären. Also das muss mir mal ein Mensch erklären, warum ich hier keinen Kalk drauf bringe. Das ist doch so ein Käse. Warum, aus welchem Grund soll ich hier keinen Kalk drauf bringen können? Ist für mich unlogisch. Tut mir echt leid. Probier mal was anderes. Ja, hallo? Rainer Wein hier vom Shop nochmal. Grüße Sie. Wir haben gerade Rückmeldung vom Fendhändler bekommen. Der hat sich das ganze Hand der Papiere nochmal angeschaut. Der würde ihn so wie. Der hat ja Radgewicht, das war richtig, ne? Auf Michelin-Bereifung, richtig? Korrekt. Genau. Also Breitreifen. Breitreifen, ja, genau. Also er sagte zu mir, Neupreis wäre irgendwie bei. Lassen Sie mal gucken, was er mir da geschrieben hat. 373.000 und er würde Ihnen ein Angebot machen aufgrund der Arbeitsstunden, die er schon runter hat. Und es stehen da oben für 261.000 würde er den zurückkaufen. 261.000, okay. Genau. Gut, dann weiß ich auf jeden Fall erstmal Bescheid. Ich würde den erstmal behalten. Ja. Und würde mich nochmal bei Ihnen melden, weil ich mir noch nicht sicher bin. Aktuell ist er auch im Einsatz, also ich mache gute Dienste und ich überlege, ob ich vielleicht eine Marcel Ferguson auch hergebe dafür. Mhm. Oder wie ich das mache oder ob ich eventuell auch das Ganze halten kann. Man weiß es ja nicht. Okay. Dann eine zweite Sache, ich weiß nicht, ob mir da ein Fauxpas passiert ist. Sie müssten mal später, wenn der Tag vorbei ist, einmal bei Ihnen gucken in den Dashcam, ob eventuell von Ihnen Ihrem Konto 10.000 oder 9.000 Euro runtergegangen sind, zwecks eines Mietfahrzeuges für einen sind. Start. Dann überweise ich ihn gleich eben schnell zurück, weil das war ein Fehler meiner Seite, da hatte ich das falsche Konto im System. Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil auf einmal einiges weg war. Sicher, dass es aber nur einmal 9.000 waren? Es war einmal 9.000 und einmal habe ich halt die Differenz zurücküberwiesen von den 17.000. Genau. Das habe ich gesehen, das passt ja. Genau. Aber die 10.000 weiß ich jetzt direkt, damit das erledigt ist, weil sollen ja keine Nachteile durch haben. Genau. Das wäre ja nicht richtig. Dann danke ich Ihnen. Ich habe zu danken. No. Tschüssi. Tschüss. So. Perfekt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier walzen können. Ob das funktioniert. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Müssen wir es mit der Scheibenhecke oder mit dem Flachgruber reindrücken. Oh. Okay, wir haben Stoppelsturz gemacht. Dann kriegt man jetzt keinen Kalk drauf. So wie ich das sehe. Ach, Mensch. Das ist doch Mist. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht.
Direktsaat. Oder was heißt Direktsaat? Mulchsaat nennt sich's ja. So, wir können ansehen. Rapskartoffeln, Sonnenblumen. Rapskartoffeln, Sonnenblumen. Wegen, weil. Moment, Rapskartoffeln, Sonnenblumen wegen der Bienchen. Raps, Sonnenblumen. Ich glaube, für Sonnenblumen haben wir einen sehr guten Preis gekriegt. Ich würde da einfach hier Sonnenblumen drauf machen. Was nicht geht. Geht nur Raps. Müssen wir Raps machen. Müssen wir Raps machen, geht nicht anders. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir... Ach, shit. Moment. Wir machen mal was anderes. Und zwar, ich will mal ganz kurz schauen, ob wir mit dem jetzt hier noch Kalk draufbringen. Meiner Meinung nach, wenn angesät ist, kein Kalk mehr. Sei es ein bisschen umständlicher geworden. Nee. Wir bringen keinen Kalk rein. Keine Chance. Okay, gut. Ist wie es ist. Kalk geht nicht. Das heißt für uns einmal abrücken. Einmal fix mit dem Düngestreuer noch rüber. Das wäre noch die Idee. Oh. Ja, hallo? Der Händler nochmal. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Pass auf, Grund ist verpasst. Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, ich bringe den kurz den Brandner vorbei, schon in orange umlackiert, als Ballenladewagen, als kleine Entschädigung wegen den 10.000 Euro, dass sie da keine Nachteile entstanden sind. Das ist ja lieb. Dankeschön. Ich stelle den Just auf dem Hof ab, ne, und wenn du was hast, dann meldest du dich einfach. Das ist lieb. Dankeschön, so machen wir's. Jo, alles klar. Ciao. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Wir bräuchten... ich habe eine Idee. Hallo, Herr Wein hier? Ja, du sag mal, eine Frage. Was kostet bei euch das Hühnerfutter? Kann ich dir sofort sagen. Das ist, das sind immer 1000 Liter für 1400 pro Big Bag. Könntest du mir vielleicht auf dem Brand nochmal 5 Big Packs mitbringen? Ich hab den Brandner zwar schon gebracht, aber wir bringen dir 5 Big Packs, ist kein Problem. Oh, danke schön. Danke, danke, danke. Soll es als Big Bag oder können wir es als Loses mitbringen und vielleicht direkt in den Hühnerstall oder so einfüllen? Geht, klar, auf jeden Fall. Das ist nämlich einfacher, dann können wir den Hänger nutzen, brauchen nicht umrüsten. Ja, absolut, das so, passt. So, machen wir es. Also, 4 Stück waren das, oder? Genau. Okay. Dankeschön. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. So. Ja, Leute, das ist echt witzig gerade. Und ich würde eine Wette machen, jetzt geht Kalk drauf. Also. Scheiße, jetzt habe ich den. Probiere ich es jetzt nochmal. Geht jetzt Kalk drauf oder geht es nicht drauf? Ich könnte eine Wette machen, jetzt geht Kalk drauf. Scheiße. Was ist denn das für ein Sinn? Also das ist von der Textur her aber schon ganz anders verarscht jetzt. Komplett Leben genommen. Nein, es ist natürlich, also die neuen Texturen im LS sind natürlich schön. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin auch sehr begeistert, dass sich da so viel getan hat. Aber mit dem Kalk, das verwirrt mich halt hart. Also ich weiß auch nicht, ob das im 19er, ich erinnere mich nicht zu 100%. Oh, ganz enge Kiste. Ich erinnere mich auch nicht zu 100%, ob das im 19er... meiner Meinung nach im 19er hätte man kalken können. Warum auch nicht? Weiß ich nicht. Also warum hätten wir da jetzt keinen Kalk drauf? Also auf dem Stoppelsturz Kalk. Die Landwirte unter euch vielleicht, wer sich auskennt, mal in die Kommentare. Wäre ich euch sehr verbunden. Wäre mal sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Das Gute ist, diesmal müssen wir nicht abfahren. Wir können die Ballen nämlich abholen, wann wir wollen. Also diese Dingsballen. So. Okay. Lassen wir es gut sein, würde ich sagen. So, dann heißt das nämlich, wir haben nach dem Ansehen direkt die zweite Düngestufe mit drauf. Ein Einzel kommt, tja.
Wo kriegt man ein Einzelkorn her? Wir könnten mal Folgendes machen. Wir können mal telefonieren. Das könnte ich dann auch schon wieder mähen. Passt soweit alles. Hallo. Moin, grüß dich Tino. Hier ist der Willi. Moin Willi. Hallo, servus. Du, ich habe mal eine Frage. Und zwar hast du eine Einzelkorn-Sämaschine? Nee, ich habe gar keine Sämaschine. Ah, okay. Wenn du meine brauchst, sag Bescheid. Ja, alles klar. Gell? Ach, gut, dass ich dich gerade dran habe. Ich habe den Händler beauftragt, die Spritze abzuholen, weil ich die bräuchte. Ach so, ja. Okay, nur, damit sorry. Du da Bescheid weißt. Nee, ja, alles gut. Hat er zufällig meinen Dünger mitgenommen? Also mein Spritzmittel? Kann wohl, weiß ich nicht. Ne, warte mal kurz, ich habe hier einen Container stehen. Ich glaube, ich hab's entladen. Hab's entladen, passt. Okay. Guti, weil das bräuchte ich dann noch. Ja. Alles klar, gut, da, ja, dann danke dir. Sonst läuft alles bei dir? Ja, läuft super, kann mich nicht beklagen. Bin gut in der Zeit, also. Mensch, du, sag mal, wie, ich hab schon gesehen, du bist hier, du machst auch viel mit Gras und so. Ja. Machst du da Siloballen direkt oder was? Genau, ja. Du brauchst nicht zufällig eine Dings, eine Presse mit Wickeleinheit? Hab ich schon. Ah, okay. Und einen Sammelwagen? Hab ich auch schon. Für Rundballen? Ja. Okay. Ja gut, hätte ja sein können, ne? Ja, aber sonst so brauche ich gerade nichts. Wenn man helfen kann, hilft man ja gern. Ja. Ja, aber so brauche ich gerade nichts. Ne, passt alles. Kann mich nicht beklagen. Nee, dann ist super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne? Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Schneegans, hallo? Ja, servus, der Winnie hier. Ah ja, hi. Hallo, na du alter Kapitalist? Was? Wieso? Also wegen deiner Erpressungsversuchen. Dein ständigen. Erpressungsversuch, also... Es war ein Vergleichsversuch. Vergleich. Vergleich. Ein Vergleich. Ey, weißt du, was ein Vergleich ist? Ja. Das war kein Vergleich. Das war ein einseitiger Bestechungsversuch. Was? Junge, wir sind hier nicht in Kolumbien. So, pass auf, was anderes. Sag mal, hast du eine Einzelkorn? Nee, ich habe gar keine Sämaschine. Ah, okay. Mit meine brauchst du Bescheid. Hast du ein Einzelkorn? Nee, eine Einzelkorn nicht, leider. Eine normale habe ich. Bräuchte ich auch demnächst. Eine Einzelkorn? Hm. Ja. Hm. Nee, gut. Nee, habe ich leider nicht. Ich habe keine Sämaschine. Ich hätte, habe ich das oder habe ich das nicht? Hm. Was ich habe mich ein bisschen verkauft, muss ich sagen. Inwiefern? Na, ich hab einen Schwader und einen Bender gekauft, also einen Zetter und weiß... Ich weiß, was du damit machen sollst. Ja. Ich versuche auch so ungefähr seit dem halben Tag schon Kalk auf dem Feld zu bringen, aber es funktioniert einfach nicht. Wieso? Macht mir nichts draus. Weil das Feld dumm ist. Ach so. Ja gut, das hat man manchmal, ne? Ja. Man muss auch dumme Felder haben. Ja. Oder dumme Landwirte und schlaue Felder. Das geht natürlich auch. Das geht auch, ja. In dem Fall ist es wahrscheinlich der dumme Landwirt. In dem Fall ich. Ich hab auch schon von Landwirten gehört, die haben abgeerntete Felder für den Preis für voll besäte Felder gekauft. Nee. Ja. Quatsch. Ja. Und ich habe schon gehört, dass diese Landwirte durch bestimmte Intelligenz sogar wieder losgekriegt haben für einen angesehenen Preis. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Intelligenz ist oder einfach nur extreme Penetranz. Ich finde, es ist intelligent. Ja gut, dann... Also ich würde zumindest dem Bauern eine sehr hohe Intelligenz zusprechen. Naja, dann. Ich habe leider keine Einzelkornsaatmaschine. Okay, dann danke ich dir trotzdem, ne? Ja. Tschüss! Gerne. Tschüss! Wenn was ist, melde ich einfach, ja? Klar. Na klar, tschüss. Jo, ciao. Mit wegzubringen, na? Ja, hier mehr McBlume am Apparat. Ja, ich wollte mal fragen, ob du eine Einzelkonsummaschine hast? Ich? Nee, leider nicht. Ich hab nur die Pöttinger. Ach so, also keine Einzelkorn? Nee, leider nicht. Schade, Mensch,
Ich hätte nämlich, ich hätte tatsächlich gesagt, aber da du mich ja beklaust und es Alter, ich hab dich nicht beklaut. Und jetzt dazu mir noch beim Landrat einen einlegen willst, indem du hier mit irgendeinem Ölfilm ankommst, brauchst gar nicht weiterreden. Der Landrat war schon bei mir und hat schon mit mir drüber gesprochen, ja. Pass auf, das mit dem Ölfilm kann ich dir erklären. Hätte ich dir ja angeboten, weil wir dieselbe Seemaschine haben, dass wir uns eine verkaufen davon und das hast du mir schön mal angeboten und bist da auch nicht nochmal auf mich drauf zugekommen. Ja, und uns eine Einzelkorn zulegen, so hätten wir beide Seemaschinen. Was so hätten wir beide Seemaschinen, das wollte ich sagen. Lässt mich halt auch nicht ausreden. Ne? Das mit dem Film kann ich dir erklären. Das hat für mich wirklich so den Anschein gemacht. Ich muss dazu sagen, es war aber dämmerisch. Ich habe aber auch zum Van de Weet gesagt, ich bin mir da nicht sicher, reden Sie bitte vorher mit ihm. Ich habe dich nicht irgendwie nein, versucht anzuschauen. Herr Blum. Jetzt sind wir wieder beim Sie. Das sind wir. Auf jeden Fall, Herr Blum. Ich weiß auch, dass Sie aktiv versucht haben zu bestechen. Und zwar, wie dass denn? Ich mein Fett. Herr Blum? Es wurde mir zu 100% bestätigt und sogar der Landrat hat gesagt, dass Sie versucht haben, ihn zu bestechen. Herr Blum, ich bin enttäuscht auf einem ganz anderen Niveau. Ohne Scheiß, stopp. Ich glaube aber dem Landrat. Ich habe den Landrat nicht beschissen und noch nicht mal angeboten. Also das ist unter aller Sau. Das kannst du vergessen. Also ich sage nicht, dass es in meiner Sache war. Ich sage in allgemein, dass Sie ihn schon versucht haben zu bestechen. Sie haben ihn schon versucht zu bestechen. Wurde mir berichtet. Ja, dann sind es Schwindelschweine. Punkt. Aber Sie sind auch nicht sehr glaubwürdig, Herr Blum. So. Ja, weil Sie Sachen klauen. Alter, ich habe Sie nicht beklaut. Jetzt mal ohne Flachs. Okay, aber Sie haben auch keine Einzelkorn, von daher ist mein Anliegen ja beendet. Tschüss, Herr Blum. Wiederhören. Hallo, Herr Laber, was kann ich für Sie tun? Ach, Sie wollen bestimmt das Hühnerfutter bringen. Ja, richtig. Ja, laden Sie es gern ab. Hier in das Unia-Silo. Unia-Silo, okay. No? Alles klar. Danke Ihnen vielmals. Wo muss ich da genau hin? Wollen Sie mich verarschen jetzt? Da an das Silo. Hier, einfach abkippen, rückwärts ran, abkippen. So. Soll ich das machen? Okay, nee, geht's? Geht. Ich habe gehört, gelesen, Sie haben eine GPS-Aktion. Ja, ist richtig. Ich würde eventuell mit einem Traktor vorbeikommen. Wie lange läuft das? Wie lange das läuft, weiß ich nicht. Okay, na gut, alles klar. Ich melde mich nochmal, ich muss jetzt mal weiter. Tschumidu! Vorsicht! So, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, werden wir uns jetzt mal zum Baumwollfeld aufmachen und werden mal schauen, was wir da... Moment, ich überlege gerade, wie fahren wir am dümmsten? Wir müssen hintenrum raus. Genau, wir müssen hintenrum raus und werden mal schauen, ob schon der erste... Boah, wie fahren wir da am gescheitesten? Das ist ja blöd zu erreichen. Wir fahren... Ach komm, wir fahren hier raus, rechts hoch, links hinter, wieder links und tralala und schon sind wir da. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis in der nächsten Folge wieder. Leute, lasst Tipps und Tricks da, wenn ihr noch eine Idee habt, was wir Schönes machen könnten. Ich wäre sehr, sehr verbunden, wie wir hier an gut und günstig an Geld kommen. Gewächshäuser laufen, das passt alles und die Hühner mit den Eiern sind auch erstmal versorgt, Honig wird auch produziert. Alles da, was wir brauchen. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart, tschüss. Und ciao.